Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu Europa Universalis 4 und unserer Malakka-Serie. Okay, wir haben keine Allianz mehr mit Langshan. Ich glaube, ich muss meine Geschwindigkeit etwas runterstellen und erstmal durchknicken. Ein Kern in Rajtamburi, ein Kern in Lingore, ein Kriegsgrund gegen Makassar. Und die Mission haben wir anscheinend erfüllt mit der Befestigung. Makassar ist hier unten. Okay, das ist vielleicht auch nicht Makassar. Das hier ist Makassar. Aber ich glaube, wir handeln durch einen anderen Handelspunkt. Das soll uns also erstmal egal sein. Wichtiger wäre hier unten die Insel. Die schauen wir uns dann an. Wir sind im Krieg mit Bengal. Okay, ja, stimmt. Das war diese Allianz, die ich noch nicht gelöst habe. Gegen Tibet, Kangara und Pegu. Alles klar. Ich möchte aber nicht, dass die für mich verhandeln. Hier haben wir eine Armee. Ich muss mal schauen, haben wir alle Söldner entlassen? Das hier ist unsere Flotte. Naja gut, wenn das so ist, dann marschieren wir doch direkt ein, oder? Machen wir noch gar kein großes Schachspiel draus. Eventuell können wir dann auch gleich hier noch ein bisschen was rausschlagen. Wir haben relativ viel diplomatische Macht, aber wir brauchen 900? 883. Okay. Bis wir hier den ersten Tech machen und dann endlich die Finanzidee wählen können, wird noch eine ganz schöne Zeit vergehen. Die brauchen wir aber, um unsere Inflation runterzubringen. Militärtech könnten wir demnächst mal wieder machen. Das würde uns mehr Infanterieschock bringen, wird schon mal nicht schlecht. Mehr Frontbreite und das Versorgungslimit erhöhen. Gut, damit bin ich auch einverstanden. Gold würde ich sagen, sparen wir noch ein bisschen. Und wir brauchen eine neue Munition. Mission, nicht Munition. 317 Gold bringen uns 10 Prestige. Champas Opinion mindestens 125. Bringt uns Macht. Das wäre schon mal nicht schlecht. Oh. Kutai. Okay. Vielleicht soll ich mal nachgucken, wo Kutai überhaupt ist. Jetzt habe ich das hier einfach so angenommen. Kutai. Ah ja, okay, gut. Aber hier haben wir noch einen Waffenstillstand bis 76, also ein knappes Jahr, okay. Danach sollten wir Brunei uns dann fertig einverleiben. Wie viel Geld machen wir hier? 40% Einfluss. Und daraus machen wir 11. Alles klar. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie viel Geld wandert ab? 5,97. Aber da sind einige Nationen dran beteiligt. Wie sich die wegjage, zum Teufel jage, wird mir noch ein bisschen Zeit vergehen. Belagerung abspalten, wir ziehen gleich weiter. Vielleicht können wir diesen Krieg möglichst kurz halten und wir brauchen auf jeden Fall neue Manpower. Das wird also auch ein bisschen dauern, dass wir die erstmal wieder auffrischen. Hier ebenfalls die Belagerung abspalten und in die Hauptstadt. Okay, Bengalen scheinen ihren Krieg zu verlieren. Bengali Patriots. Ach, okay, wer hat das besetzt? Tibet. Okay, alles klar. Ist natürlich auch interessant, wenn Tibet den Krieg quasi gewinnt. Dann hoffen wir mal, dass wir mit unseren Belagerungen erfolgreich sind und recht schnell vorwärts schreiten. Und unterstützen hier unsere muslimischen Brüder natürlich auch mal. Mit, wie viel Geld machen wir denn? Plus 13, wow. Ja, 5 über 12 Monate. Das sollte sie in die Lage versetzen, einiges mehr an Truppen auszuheben. Ja. Und zu spät. Gut, macht nichts. Wie viele Transportschiffe haben wir? 12. Wir können also mehr als genug Truppen in Brunei abstellen und was war das hier? Dezember? Oktober. Gut, also ein knappes Jahr. 11 Monate. Dann würde ich sagen, lassen wir das kurz ein bisschen durchlaufen. Schauen wir, ob wir irgendwas bauen können, was Sinn macht. Trade Power steigt hier auch und die Schiffsreparatur. Manpower Increase. Ja, das können wir durchaus bauen. Und ich glaube, wir fangen mal damit an, dass wir es in unserer Hauptstadt bauen. Mehr Verteidigung ist, glaube ich, noch nicht notwendig. Eventuell überlege ich mir das so, um 1500 noch ein bisschen die Festungen auszubauen.
Obwohl ich nicht glaube, dass das gegen die Europäer allzu viel bringen wird, wenn die mit ihren Kanonen um die Ecke kommen. Stabilität steigern, wie gesagt, ich verzichte noch darauf, einfach weil ich gerne den ersten Admin-Tag machen würde, dass wir eine Idee auswählen können. Da haben wir es. Ansprüche, wir hätten gern einen auf Kutai. Okay, wir müssen immer einen nach dem anderen machen. Dann müssten wir noch einen auf Saba machen, fabrizieren und... Wer hat hier Anspruch? Makassar. Okay. Und einen auf Brunei könnten wir noch. Sodass wir dann möglichst wenig für die Kernerstellung ausgeben müssen, weil das hier sind zum Beispiel, was habe ich gesagt? Ich glaube, dreimal die Kernerstellung. Nee, 20 mal der Kern. Wenn das hier 8 ist, dann müssen wir 160 ausgeben. Und dann müssten es hier 20 mal 80 sein. Ja, okay. Ja, dann werden wir schon wieder einiges an Punkten raushauen müssen, um da vorwärts zu kommen. Haben wir einen Berater? Ja. Können wir da einen besseren einstellen? Nicht wirklich. Oh, Moment. Doch, könnten wir sogar. Der gibt uns plus 1, der gibt uns plus 2, also her mit ihm. Auch wenn das unser Einkommen etwas senkt. Okay. Wie sieht's aus mit dem Einkommen? 7. Naja, ja. Wir machen zahlen keine Kriegs. Subventionen mehr. Pego müssen wir auf jeden Fall auch noch aus dem Weg räumen. Oh, wir müssten hier missionieren. Das heißt, wir müssten, um sie zu missionieren, die Pietät hochbringen. Genau, so ist es. Ich glaube, ja, wenn wir sie jetzt hochbringen, dann steigt unsere Missionarsstärke und dann sollten wir in der Lage sein, die Provinzen hier unten zu missionieren. Können wir da irgendwas bauen, was uns dabei noch helfen würde? Nicht wirklich. Okay, dann wollen wir uns damit auch gar nicht zu lange beschäftigen. Haben wir hier einen Händler, der abschöpft oder einen Händler, der Collect from Trade? Haben wir nur 2 Stück? Okay. Wir brauchen also mehr Händler. Der von Hangzhou abzieht, den wollen wir nicht dazu nehmen. Oder? Wie viel bringt? Ja, gut, okay. Da kommt immerhin 5 rüber. Da wollen wir nicht diejenigen sein, die. Nee, Moment. Eine Patani-Revolte. Ja, gut, wir haben genug Truppen. Ah, okay. Wir haben also hier erst eine einzige Provinz. Allerdings könnten wir Ayutthaya auch annektieren, wenn wir das nächste Mal reinmarschieren. Das hier müssten dann 220 sein. Ja, okay. Alles klar, gut, das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Dann werden wir uns zuerst um Brunei kümmern, danach um Ayutthaya und anschließend Khmer, sodass wir bei unserem Plan bleiben und erstmal diese Gebiete hier für uns sichern. Nur an Ming sollten wir nicht angrenzen, also werden wir Langshan und Dai Viet auf jeden Fall stehen lassen. Pegu, Ayutthaya, Khmer und Champa, die können wir für uns sichern. September 76. Ah, ich hätte gern mehr Manpower dafür. Auf der anderen Seite machen wir ganz gut Geld, also... Ich werde mal versuchen, das über Söldner zu machen. Obwohl die ziemlich teuer sind. Naja, ganz über Söldner geht es nicht. Also 1, 2, 3, 4. Und unsere Truppen. Das sollte reichen. Dann können wir mit unseren Truppen hauptsächlich belagern und den Großteil der Söldner benutzen, um ihre Truppen zu besiegen. Sodass unsere Verluste sich so gering als möglich halten. Jeweils 3, das wären 9, die wir abstellen müssten. Ja, okay. Dann bin ich ganz zuversichtlich.
Wie sieht's aus? Immer noch im guten Plus. Sie dürften mit ihrer Flotte nicht stark genug sein, um unseren Handel wirklich zu beeinflussen, sobald wir unsere Truppen abgeliefert haben. 5 Großschiffe, 11 Karacken, 12 Transportschiffe. Also 16 Kampfschiffe. Was haben Sie? 2 Großschiffe, das sind 4 Transporter und irgendwo noch 5 Karacken wahrscheinlich. Oh, ja, wir können Prestige verlieren. Nicht so tragisch. Unsere eigenen Transportschiffe wollen wir natürlich nicht mitnehmen, nicht, dass wir die verlieren. Also das wäre wirklich noch ein Button, den ich mir wünschen würde. Transportschiffe abspalten. Das eine war, glaube ich, eine Mark, die wir gerade abgehauen haben. Ja. So. Sehr gut. Schauen wir mal. Wir fassen die zusammen. 1, 2, 3, 4, 5. Die wollen wir da rüberbringen. Haben wir unseren Militäraushalt auf größter Stufe? Ja, haben wir. Okay. Wir können also auf jeden Fall noch einiges an Geld machen, wenn wir die Militärausgaben runtersetzen. Ich habe gerade ein bisschen einen Lag. Weiß nicht so richtig warum. Vielleicht ist meine Festplatte schon wieder voll und ist mir nicht aufgefallen, aber ich glaube eigentlich, ich habe relativ viel gelöscht. und sie haben maximal 11. In der Koalition dagegen Malaka. Ist noch jemand in der Koalition gegen uns? Brunei und Pegu. Oh, shit. Ah, Mist. Pegu. Vielleicht können wir da was dran. Oh. Minus 103 und Outrage. Die werden die wohl nicht so schnell verlassen. Ja, da muss jetzt über Geschwindigkeit gehen. Das hilft nicht. Wir müssen uns weiter ausdehnen. Wir müssen schnell eine Größe erreichen, wo alles funktioniert. Pegu. Würden unsere Verbündeten uns denn zu Hilfe kommen? Das ist mal die Frage. Wir haben keine Verbündeten? Ah, die mussten wahrscheinlich ihr Bündnis. So, hier die Allianz will ich neu haben. Unsere anderen Allianzen haben sich ja alle mehr oder minder aufgelöst. Oh, und wir machen noch den Anspruch. Wie lange brauchen wir für den noch? 54. 94,5%. Der dürfte also auch dann demnächst rum sein. Pegu ist alliiert mit Daivet, Langshan und Tibet. Gut, Tibet mache ich mir keine Sorgen. Langshan und Daivet könnten rein theoretisch gegen uns vorgehen. Vorausgesetzt, Pegu würde die Leitung des Krieges übernehmen für Brunei. Aber ich glaube, wir kriegen das schon hin. Ach, wir mussten nur einen Anspruch fabrizieren. Alles klar, okay. Das haben wir geschafft, deswegen kriegen wir dann gleich die militärische Macht. Was gibt es noch für Missionen? Conquer Brunei. 5 Prestige. Allianz mit Langshan. Neue Manpower. Wir nehmen erstmal Konkan Brunei, weil das ist natürlich unser großes Interesse. Okay, sobald unsere Diplomaten wieder da sind. 99. Ja, wir haben ziemlich viel aggressive Expansion. Lässt sich nicht ändern. Die müssen wir hochpushen. Gut, dann schauen wir mal, ob Bengal mitmachen würde. Na? Ja, bevor ich die nächste Folge aufnehme, werde ich auf jeden Fall gucken, warum das jetzt so laggt. Ihr seht, ich kann gerade nichts machen. Ah, ärgerlich. Nö, natürlich nicht. Wir laden sie trotzdem ein, dann sollen sie zumindest das Prestige dafür kassieren.
Hier noch ein Anführer. Er ist ganz gut in Belagerungen, also nehmen wir natürlich auch ihn. Fegu ist dabei. Unsere Flotte blockiert ihren Hafen. Noch sehe ich keine Truppen, aber ich bin mir sicher, dass wir irgendwie 18.000 Mann haben. Der Grund, warum ich mir jetzt nicht so große Sorgen drum mache, ist. Ja, da kommen sie. Ist der, dass wir mit Brunei zum einen direkt verhandeln können. Es ist also egal, was Pegu macht, wir können Brunei annektieren. Bevor wir die Truppen hier verkleinern, schauen wir lieber erstmal, dass wir ihre Hauptarmee vernichten. Gut, sie haben 1500 verloren und wir 500 Mann, das ist gut. Belagerung abspalten und nach Saba. Okay, vielleicht haben sie auch keine 18.000. Vielleicht waren da noch ein paar andere Einheiten mit drunter gemischt und der Stack war nur als Pegisch angezeigt. Pegu, Pegisch. Ja, ich behaupte mal, das ist Pegisch. Aber sie hatten hier vorhin in dem Krieg 18.000 Mann stehen. Gut, das dürfte sie komplett aufreiben. Nein, offensichtlich nicht. Belagerung abspalten, darüber marschieren. Belagerung abspalten, darüber marschieren. Oh nein, wir gehen nach Kutai. Mist. Oh nein, okay, ein Teil kommt zu uns und ein Teil geht nach Kutai. Interessant. In der Schlacht von Kutai haben sie immer noch nicht alle Leute verloren und in Brunei auch nicht. Wirklich, tatsächlich. Es ging bisher aber schneller. So, nochmal die Schlacht von Kutai, zumindest die haben wir jetzt weg. Belagerung abspalten und hinterher. Und das sind ihre Schiffe. Wir könnten uns überlegen, ob wir Pegu dann noch versuchen zu vasalisieren. Bisschen Angst habe ich aber, dass unsere Kriegsmüdigkeit dann wieder zu hoch wird. Und dass wir nicht genügend Diplomatiepunkte haben, um alle Friedensverträge auch so einzufordern. Durch was handelt denn Pegu größtenteils? Immer noch Truppen am Leben. Durch Ganges, okay. Und fliehen sie zu Kadana. Und hinterher. Festungen von Brunei fallen anscheinend relativ schnell. Ja, Kriegsermüdung und niedriges Prestige. Das sollte also nicht das größte Problem sein. Mich würde mal interessieren, ja, wir haben jetzt hier einen Anspruch auf diese Provinz durch unsere Mission bekommen, das ist gut. Das gibt uns die Möglichkeit, dass wir dort nicht ganz so viel zahlen müssen, weil 160 ist natürlich schon eine ganz schöne Menge an Admin-Punkten. Und würden uns in unseren Bemühungen, irgendwann mal einen Tech zu machen, natürlich noch weit zurückwerfen. So, was sind das hier für Schiffe? Das sind ihre Karatten, okay. Heißt das Karatten? Oder. Ne, das hier sind Karatten und das sind Barks, genau, Barken. Naja gut, okay, wir müssen ja also immer ein bisschen hinterherlaufen, bis wir sie dann irgendwann mal geschlagen haben. Aber ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit unserem Reich und ich bin auch bereit, das ganze Reich zu nennen, weil verglichen mit dem, womit wir angefangen haben, das waren die fünf Provinzen hatten wir, glaube ich. Eins. Ne, das hat nicht uns gehört. Vier Provinzen hatten wir. Und dafür haben wir uns doch ganz gut ausgebreitet. Wir können es immer noch nicht mit der Ming-Dynastie aufnehmen, das ist klar. Ich weiß aber auch nicht, ob man es schaffen kann, überhaupt so groß zu werden, weil die sind natürlich schon extrem. Und wir stoßen dann natürlich irgendwann an den Punkt, wo wir hauptsächlich,
Buddhisten und Hinduisten angreifen und die müssten wir alle konvertieren, also es würde schon relativ schwierig werden. Aber Shan könnten wir vielleicht sogar schon es mit denen aufnehmen. Myanga glaube ich eher nicht. Bengal ist gerade ziemlich geschwächt. Tibet sollte durchaus drin sein. Manchu, weiß ich nicht, wie stark die sind. Im Moment haben sie anscheinend ein bisschen Probleme mit Rebellen. Können ja dann mal gucken, wie groß die Armee der Ming-Soldaten ist. Das mache ich sogar ehrlich gesagt jetzt, wenn wir gerade eh die Zeit haben und auf die Belagerung warten. Ming, 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 Ming. Ming. 63.000 Mann. Ja, okay, bis wir es mit denen aufnehmen können, wird wohl die ein oder andere Folge noch vergehen. Dass wir die auch nicht einfach platt hauen können, das stört mich wirklich ein bisschen. 5.000 Soldaten von Pegu jetzt. Aber zumindest konnte sich Bengal dieses Gebiet hier sichern. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie hier oben verloren haben. Ich würde aber behaupten, Bhutan, ja. Ne, das sind alles nur Ansprüche. Also haben sie hier oben anscheinend doch kein Gebiet verloren. Und fliehen sie nach Kutai, okay. Da haben wir Truppen, aber wir schicken trotzdem welche zur Unterstützung. Und jetzt zurück nach. Ne, jetzt nach Saba, okay. Okay, ich denke, jetzt ist die Gefahr relativ gebannt, dass sie noch irgendwo hinkommen. Jetzt dürfte das so ein bisschen wie bei einem. Wie heißt denn dieses Spiel? Fällt mir gerade nicht ein. Ihr wisst schon, Flipperautomaten sein. Sollte man eigentlich wissen, aber da habe ich jetzt echt eine komplette Sperre gehabt. So, liebes Brunei. Meine Armee ist gewachsen und wir haben sie immer noch nicht zerstört. Interessant. Okay, komplette Annexion steht noch nicht dabei. Aber Vasall wäre noch nicht drin. Okay, Brunei erobert. Sehr gut. Dann hoffen wir mal, hier setzen wir wieder einen guten Anführer rein. Und vielleicht reicht das ja, um jetzt diese Truppen vollends zu vernichten. 0,5, 0,4, 0,3. Ah, natürlich nicht. Aber ihre Schiffe haben wir angegriffen und ich glaube aber keins erbeutet. Und sie dürften jetzt nach Saba fliehen. Eventuell auch nach Kutai, aber dann könnten wir unsere Flotte auch noch einmal weiterschieben. Und mit ein bisschen Glück gelingt es uns noch ein, zwei Boote zu erobern, bevor sie kapitulieren müssen. 500 Admin-Punkte und ich würde so gerne mehr, also möglichst schnell diesen Tech machen können. Ich sehe aber keine Chance, das zu schaffen, wenn wir auch uns nebenbei immer noch ausdehnen. Aber nicht auszudehnen, das Gebiet nicht zu vergrößern, ist, glaube ich, auch keine Alternative. Es wäre schön, wenn man irgendwie Technologiepunkte bekommt, wenn man ein höher entwickeltes Land erobert. Oh ja, wir haben sie aufgerieben komplett, super. Zusammenlegen und zusammenlegen. Hoffentlich fällt Kutai vor Saba. Wir könnten mit zwei Seeschlachten schlagen und in einer von denen werden wir ein bestimmtes Boot abluchsen. Unsere eigenen Schiffe sind noch ziemlich gut in Schuss, da kann man nicht meckern. 6.000 mittlerweile hier oben. Ich glaube aber, ich werde Pegu jetzt in Ruhe lassen, dass ich da nicht noch mehr Punkte für ausgeben muss. Und mich mal komplett auf Brunei konzentrieren. Obwohl wir natürlich Brunei auch vasalisieren könnten, wie ich das schon mal angedeutet habe. Und dann dauert das halt ein bisschen länger. Aber letzten Endes kommt es ja trotzdem in unser Staatsgebiet. Das würde 20 Jahre dauern. Das wäre also genau um 1500 in unserem Besitz.
der anderen Seite kriegen wir mehr Manpower und mehr Geld, wenn wir es uns einfach direkt krallen. Schwierig. So, ich wage mal das Experiment und setze die Geschwindigkeit 1 hoch. Vielleicht funktioniert es ja. Teil ist erobert. Letzte Seeschlacht. Die können wir hier zusammenfügen. Nein, wir werden Brunei, ne, wir dürfen Brunei nicht vasalisieren. Das war das Problem, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Oh doch, wir könnten. Und noch annehmen würden sie es noch nicht. Wir haben kein Boot bekommen und kein Boot versenkt. Unsere Schiffe sind immer noch sehr gut im Schuss. Okay, dann wir werden Brunei doch vasalisieren. Endgültig, die Entscheidung ist gefallen. Und ich werde mit meinen Truppen hier nach Norden ziehen. Damit wir die Punkte frei haben, um Ayutthaya dann zu annektieren. Das könnten wir jetzt schon mal vorbereiten. Anspruch, Rayung. Und dann schauen wir uns mal Pegu an. Okay, die dürfen keinen Separatfrieden eingehen. Also wir können von Pegu eigentlich im Moment nichts Sinnvolles fordern. Von daher werden wir das auch nicht tun. Sondern vasalisieren Brunei und bereiten uns dann auf den Krieg gegen Ayutthaya vor. Die können wir dann komplett annektieren. Dann besitzen wir 2 Handelsknoten in Südostasien. Dann die Philippinen gibt es noch. Das wäre der dritte. Okay, die 3 hier werden das erste Ziel sein. Den Ganges werden wir auch noch angehen. Und eventuell schaffen wir es uns ja hier, die komplette südostasiatische Zone zu sichern. Ob wir irgendwann mal einen Krieg gegen die Ming führen, ich glaube, das schadet mehr, als es nützt. Ist aber nicht auszuschließen, dass die vielleicht irgendwann mal sagen, sie wollen uns angreifen. Oriat-Horde hat welche Religion? Belagerung von Saba. Wir warten noch die Seeschlacht ab. Buddhistisch. Ah. Wir brauchen mehr Muslime. Die hier sind muslimisch. Chagatai. Das ist, glaube ich, auch eine Horde. Ja. Aber die werden bestimmt mit der Oriat-Horde Krieg haben und ich möchte mich eigentlich selber nicht mit den Horden anlegen. Ja, ein Schiff erbeutet. Das reicht mir fürs Erste. Liebes Brunei. 60% Overextension, 37,5 aggressive Expansion, wenn wir stattdessen den Vasallen nehmen, 15% aggressive Expansion, keine diplomatische Power wird benötigt, ein bisschen Geld, na, brauchen wir nicht, aber die Handelspower nehmen wir gerne, kriegen wir aber nicht, na, so, dann, auf geht's. Ja, mögen tun sie uns nicht. Das lässt sich allerdings ändern, wenn unser Diplomat wieder da ist. Dann schicken wir unsere Schiffe mal in die Reparatur. Wann dürfen wir Krieg mit denen führen? Im Moment haben sie keine Verbündeten, das ist sehr angenehm. 1480, also in 2 Jahren. Gut, wie dem auch sei, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin.